Hey my friends, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bronny TV. Ich habe für euch heute zum ersten Mal einen Kinderfilm im Petto. Und zwar ist das der Netflix Kids Film Das Seehund-Team. Wenn ihr mehr solche Kritiken sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt die Glocke, liked dieses Video, das würde mich sehr freuen, hilft mir unheimlich weiter. Um was geht es in Das Seehund-Team? In das Seehund-Team geht es um die Robbe Quinn, der auf einer Insel mit seinen ganzen Robbenfreunden und Familie wahrscheinlich lebt. Und die haben alle Hunger. Sie können keine Fische fangen. Denn die Haie schwimmen überall in der Gegend rum. Sie waren mal kurz davor, einen zu fangen. Aber sie konnten eigentlich auch diesen Fisch, wie damals wie bei der König der Löwen, nicht das König der Löwen, sie konnten einfach nicht eine gewisse Grenze übersteigen, dort wo die Fische eben sind. Also hatten Quinn und sein bester Freund hatten sich auf die Reise begeben, Fische zu fangen. Bei dieser Reise ist der Freund leider abhanden gekommen. Ja, was genau passiert ist, kann man sich dann denken, es wird aber altersgerecht, Gott sei Dank, nicht gezeigt. Der Film ist übrigens für Kinder ab 6 Jahren freigegeben. Ich würde ihn einordnen für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren bzw. 6 und 12 Jahren. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also Quinn möchte natürlich jetzt seinen Freund finden. Darum geht es in diesem Film. Also er findet einen Wrack, ein altes Schiffswrack und trifft da auf eine Generalsrobbe aus einem früheren SEAL-Team und der soll ihm das Kämpfen beibringen. Und der Generalseehund hat ihm dann auch gesagt, ey Junge, alleine gegen, keine Ahnung, 100 Haie hast du keine Chance. Quinn meint, er soll ihm das Kämpfen beibringen, aber er weigert sich zuerst, ihm das Quinn beizubringen. Aber okay, er hat es dann später dann doch gemacht und dann später haben sie auch ein Team zusammengestellt aus 6 verschiedenen Seehundtypen, die alle auch verschiedene Charaktere haben. Und so begeben sie sich nun auf die Reise, den Freund zu finden, erleben verschiedenste Abenteuer. Der Film geht ein bisschen anders aus, als man es sich denkt. Allerdings hat mir der Film insgesamt doch sehr gut gefallen. Er ist unheimlich kurzfristig. Es passiert immer wieder irgendwas. Er hat eigentlich gar keine wirklichen Längen. Gerade für Kinder wird die Zeit wie im Nichts vergehen. 1 Stunde und 30 Minuten netto, was dann zum Schluss dabei rauskommt. Der Film hat eine ordentliche Animationsqualität. Er kann natürlich nicht mithalten wie Großprojekten wie Toy Story oder Ice Age. Das kann man von einem Film, der höchstwahrscheinlich nicht das höchste Budget hat, auch nicht verlangen. Die Charaktere sind super schön ausgezeichnet. Der Film ist ein bisschen gedreht, also die Charaktere eigentlich nur so ein bisschen in diesem 12 Bilder pro Sekunde Charakteristik, die man auch bei diesen Knetgummi-Animationen oft findet. Es wirkt also ein bisschen gehackt, aber ich glaube nicht wirklich, dass das die Kinder irgendwie stören wird. Mich hat es nach etwa 20 bis 30 Minuten gar nicht mehr gestört, beziehungsweise ist mir gar nicht mehr aufgefallen. So, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das gerne kommentieren auch. Es würde mir sehr weiterhelfen, dass ich ein bisschen Input bekomme. Auch wenn ihr wollt, dass ich mehr Kinderfilme bringe, das habe ich sowieso eigentlich auch vor, auch aktuelle Kinderfilme. Ich möchte auch viel Netflix im Moment machen, weil ich da gemerkt habe, das sind viele, viele Filme, die eigentlich gar nicht besprochen werden. Deswegen könnt ihr auch jetzt mal meinen Kanal reingucken. Ein Video habe ich darüber auch schon gemacht, über einen Film. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.